Hallo und willkommen zum Kanal von Dream Team Wild. Mein Name ist Giffy. Und heute spielen wir wieder Resident Evil Revelation. Und ich habe mich so ein bisschen eingekriegt von den Ereignissen vom letzten Mal. Die wir aber jetzt mal wieder Revue passieren lassen müssen. Damit ich mich wieder aufregen kann. Bis hier bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren. Um alle Beweise zu vernichten. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Jessica! Tut mir leid, Parker. Wir sehen uns. Parker. Total emotionslos, Jill. Ja, wir sind so ein bisschen am Arsch mit diesem Riesenvieh. Episode 11. Offenbarungen. Auf geht's, ab geht's, drei Tage sterben. Hier ist Patrick, hören Sie mich. Fuck. Aufnahme der Passagiere nicht möglich. Fliege weiter im Kreis. Patrick, Ende. Wie soll ich das klein kriegen? Verdammt, was ist das? Wir schaffen das, Chris. Ja, das sagst du so einfach. Ja, natürlich wieder mit Zeit. Ziel auf die Parasiten! Schieß drauf! Parasiten? Du meinst, ein Parasit kontrolliert den Fettfluss? Verflucht! Daneben. Du Scheiße. Au, das habe ich gar nicht gesehen. Was? Was jetzt? Verdammt, und was jetzt? Weg, weg, weg. Ich laufe natürlich genau rein. Oh, das ist ja ätzend. Wie soll ich denn das Vieh klein kriegen? Mit dem bisschen Muni, was ich noch habe. Für euch. Ah, danke. Wo hast du das hingeschmissen? Yeah. Feuer, Jill. Worin? Die Viecher. Gib mir meine Waffe wieder. Ich habe Munition für euch. Das ist Parkers Waffe, gib mir die wieder. Au. Auf das Vieh schießen wir, auf das? Das geht. Okay. Ey, schmeiß mal wieder was runter, Kollege. Wir explodieren hier sonst gleich. Kollege, wir brauchen wieder Buggy. Au. Ich habe Munition für euch. Gib, 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 gib. Zwei Stück Granatenwerfers. Raketenwerfers. Aua. Der könnte auch mal Kräuter runterschmeißen. Nein, da wollte ich gar nicht hinschießen. Scheiße. Hab ich nicht zwei. Ja, hier liegt noch einer. Oh, das ist extrem. Ich pack als Waffe. Ich will doch nicht, der ist da hinten reingeflogen. Ich habe Munition für euch! Gib!
Au, 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 nein, 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 nein. Oh. Nein, daneben. Oder? Habe ich getroffen. Ist ein Arm von dem Wurm weggeflogen? Ich habe Munition für euch. Oh, ich finde das schön, dass der Raketenwerfer runterschmeißt. Dafür barg ich ihn. Okay, ich glaube, der Arm ist auch abgefallen. Und jetzt? Parkers Waffe! Parkers Waffe! Waffe, 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 wo? Was passiert? Das glaube ich nicht, dass das. Ich lasse die Leiter runter. Kommt drauf! Das glaube ich nicht, dass das Vieh kaputt ist. Das wäre untypisch für Resident Evil. Glaube ich nicht. Kann nicht sein. Jetzt. What did I just say? Ai. Jetzt geht's los. Bereit, Chris? Jetzt geht's los. So treffen wir nicht. Mehr ran. Geht nicht. Zu viele Monster. Sie hat recht. Glaub mir. Sollte das Schiff nicht schon längst explodiert sein? Oh, ich habe keine Granaten mehr. Wieder wächst ja ein neuer Arm nach. Ich muss meine Waffe ein bisschen abkühlen lassen. Oh, ich habe doch noch Granaten. Ey, hau ab! Ah, der war gut, ne? Der war gut. Na, dann kommt so ein Fliegedingen. Warte, wir machen erstmal ihn hier. Naja, machen wir. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist. Abgefahren. Wie dies? Oh, es ist hochkonzentriertes Abfeuern von Kugeln und Granaten. Ein Fliegedings! Ha! Wie viele sind das? Die geben nicht auf! Nein, hier ist irgendwo so ein Fliegedings! Zwei Fliegedings! Noch mehr Fliegedings! Achtung! Wir brechen durch! Festhalten! Der Helikopter ist gut! Also der Helikopterpilot. Das meinte ich damit. Feuer, Jill! Ja, mach ich doch. Don't tell me what to do, Chris. Oh, geht das Vieh auch mal Plattex, ey? Versteck die nicht dahinter, ich sehe das. So.
Oh, Chris, mach du die Wiese, Salter. Oh, shit. Nein, 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 ich kann nicht mehr schießen. Jetzt. Das war mein Fehler, ich hab nicht aufgepasst. Werden hier. Oh, das war knapp. Was das? Nein. Jetzt macht er doch noch einen Maul auf. Mit der Titanic Zenobia. Hässliches Kackvieh. Und das war's dann wohl mit der Zenobia. Der Virus gelangt trotzdem ins Meer, weil das Vieh blutet. Lagebericht. Auf dem Rückflug. Wir haben Parker verloren. Jessica hat das Schiff zerstört. Die FPC. Oder morgen. Er war uns die ganze Zeit voraus. Jessica, die Fotze ist die. Ich verstehe. Ich will gar nicht daran denken, dass das Ganze ein Fehler war. Mein Fehler. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Okay. Vor einem Jahr fing alles an. Genau hier, in Terra Grigia. Jetzt kommt Uwe Lulos Geschichte. Was? Ich will Uwe Lulos Geschichte hören. Und ich will Jessica töten. Dafür, dass sie Parker auf dem Gewissen hat. Terra Grigia. Nee. Das kann ich gar nicht. Das ist voll schlimm. Parker ist tot und ich muss mit der Ollen spielen, obwohl ich genau weiß, dass sie eine Scheißverräterin ist. Ja, wir müssen zum Kommandoraum. Wir sind auch Hunter. Ja. Hoffentlich töten sie dich. Ich kümmere mich nicht um dich. Ich weiß, dass du eine scheiß Verräter bist. Hoffentlich wirst du umgeschossen, ey. Dumme Kuh. Commissioner Lansdale hatte recht. Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Hey! Verdammt! Verdammte Dinge! Bist du Raymond oder so? Ja. Raymond! Jessica, hilf mir! Okay. Wie sie nicht schießt.
um dem Kadetten zu helfen, müssen wir sie loswerden. Bam. Mein Gott, ey. Das war eine Knarre leer. Das war dann der letzte. Ja, es geht mir gut. Du bist schwer verletzt, also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stützen. Parker? Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also, los jetzt. Zwei Halbtote gegen einen. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Wie haben Sie das mit so wenigen Leuten geschafft? Das ist so schwer. Hat sie bewaffnet. Und die BOWs? Ha! Diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Dass ich das jetzt spielen muss, obwohl ich genau weiß, dass Jessica so eine Schlampe-Verräterin ist und Parker gestorben ist. Verdammt, mehr davon. Ich wollte gerade Schluck trinken. Ich schaffe euch Zeit. Geht ohne mich weiter. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Ah, so. Wir schaffen das schon. Ich weiß gar nicht, wohin. Kommandozentrale. Oh. Der bringt mir noch ins Grab. Ich will keine Lust zu sterben. Achso, wir haben ja einen Heiligen. Überhaupt ein Messer hauen? Nee, kann nicht ich gut. Gar nicht. Du verlierst Blut. Es ist zu riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Hier sollten wir sicher sein. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Ne, nichts wird gut. Dumme Olle. Ich würde ja gar nicht sagen, ich spiele nicht mehr, aber geht ja leider nicht. Halt die Schnauze. Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Halt die Fresse, Jessica. Halt die Fresse. Denkst auch, weil du in der Zukunft eine neue Frisur hast, ist alles gut, ne? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Das ist kein Ende. Das ist dein Problem. Ja, Wegschlick gemacht. Nehmen wir noch hier den Muni mit. Die alte See, ich könnte so umtreten.
Weil da hinten wartet er schon. Sollte wir richtig sein. Gerade nachladen. Hier, greif die Olle an. Ja, ja, Jackie Chan ist ein Witz gegen mich in der Mitte. Ja, nimm Jessica, lass mich. Tony Quick aufgenommen. Also, genau was ich brauche. Ah, Mann, du sollst auf mich aufpassen, du Dumme. Ah, jetzt kriegen wir ganz schön viel Maschinengewehrmunition. Jetzt geht's gleich los, wenn wir runtergehen. Ja, wird schon gespeichert. Jetzt ist hier gleich die Action. Naja, das Granitchen nehmen wir auch noch mit. Zurück. Ja, machen wir. Probleme. Wir müssen zurück. Ich wusste, der Anfänger würde nerven. Das ist nicht dein Ding. Er ist nicht schuld. Naja, steh nochmal auf. Ist doch egal. Dafür steppe ich hier gleich. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Hätte ich umtreten sollen. Wäre einfacher gewesen. Ups. Na, davon haben wir jetzt auch nicht mehr viel Muni. Nix. Ich sehe gerade, wo die Party abgeht. Ich bin okay, aber sie. Hey, du hast gut durchgehalten. Überlass das Kämpfen uns. Wir zeigen dir, wie es geht. Ach, da ist noch, sind noch welche. Mach ruhig von mir aus Jessica tot, das ist mir egal. So, ich habe keine Muni mehr. Waren das jetzt alle? Alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Das ist mein Kadett, verpiss dich. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Ich verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay. Gleich geht's dir besser. Ja, so ein so kleiner Verband und alles wieder gut. Wie ausgewechselt das Bein. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Wo ist der?
Ich bräuchte mal wieder Muni. Kannst du dich bewegen? Ich wehre alles ab, was kommt. Ja, dann mach auch mal. Olle. Erstmal die Muni hier einsammeln. Oh, das wäre gut. War unbeabsichtigt, aber gut. Jessica schießt, ich muss erstmal hier nachladen. Ach, Jessica. Rin hier. Nee, du nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ist schon mit Rylo hier? Denk doch mal nach. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs, das ist viel zu professionell. Und wie haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Weil scheiß Jessica wahrscheinlich jetzt schon eine Verräterin war. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Zwischen die Augen. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Ah, geh weg. Nochmal, da sind überall Hunter. Der Kommandeur ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt durch. Das sind überall Hunter. Da war einer. Die kommen jetzt wahrscheinlich alle noch, weil ja auch schon wieder so viel Muni rumliegt. Dumme, dumme Jessica. Au, halt mal mich am Leben. Ist keine Granate mehr? Nee. Lass mich, ich muss hier die alles einsammeln. Jetzt haben wir eine Granate. Die schmeiß ich auch, bitte. Das mit noch. Das mit. Hier drin nehmen wir auch noch mit. Er hat es doch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. Ja, Sir. Jawohl, gib ihr aufs Maul. Raymond hat es wohl geschafft. Tret nun, Parker. Das war wohl der letzte Hunter. Ja, ich will die Tür aufmachen, Schnauze. Jetzt zum Kommandoraum. Hoffentlich. Ja. Oh, die war am Humpeln, oder Fotze. Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Mhm, drittes Schiff. Du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt.
Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Spackenhuren, keine Ahnung. Was? Was? Boah, ich hab Gänsehaut. Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Wurde Parker gerettet? Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Chris und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Datenanalyse von Ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Kief und Quint eigentlich tot? Ich vermute, dass Veltro bei der Terra Grigia Party zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die Dido. It's the Queen. Okay. Dann sind wir angelangt am Ende von Episode 11 Offenbarungen. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch zu dem dritten Schiff hinreisen und schauen, was da so abläuft. Ich hoffe, Raymond und Parker haben es vom Schiff geschafft, weil das würde bedeuten, dass Parker noch lebt und damit wäre ich unheimlich glücklich und, oh mein Gott, dann hat sich das Spiel doch noch gelohnt zu spielen. Nee, wir wollen jetzt nicht weitermachen, deswegen mache ich jetzt einen Cut.